Ja, hallo Leute, heute machen wir was ganz Besonderes. Heute zeige ich mal euch mein Erstlingswerk, meine erste größere Modelleisenbahnanlage. Die Gotthardbahn, also Auszüge davon in Spur A0. Hier in meinem Elternhaus im Keller ist sie noch aufgebaut, noch. Sie wird demnächst leider irgendwann abgebaut. Deswegen machen wir auch diesen Film, um euch dieses schöne Teil mal zu zeigen. Viel Spaß damit. So, jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich euch die Anlage in allen Einzelheiten mal zeigen. Also, was ihr schon seht, wir haben die Sommerfeld-Oberleitung verbaut. Also, ich früher. Die Anlage ist entstanden um 1990. Bei der Sommerfeld-Oberleitung muss man viele Teile zusammenkleben und zusammenlöten. Das sind hier die SBB-Tragwerke. Hat auch gut funktioniert. Der Strom ist auch von oben in die E-Loks reingekommen. Das ist ein typischer Schweizer Bahnhof. Die Station Oberried. Hier da hinten ist noch ein Postbus zu sehen. Da vorne ist eine Bushaltestelle. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Die Anlage hat eine Größe von 4,5 mal 3,5 Metern in der Fläche. Aber ihr seht schon, die Fläche ist nicht das Einzigste, weil die Berge erreichen hier die Zimmerhöhe. Ich habe die Berge extrem hoch gebaut. Also die Berge erreichen hier eine Höhe von 2,30 Meter. Hier, der berührt auch schon fast die Decke, die Holzdecke. Da hinten ist eine Malerei, Eiger, Mönch und Jungfrau. Hier die andere Seite dieser Gebirgslandschaft. Also wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal ringsrum. Hier ist eine Kuhherde. Jetzt gehen wir weiter runter. Unten ist direkt am Steilhang ist ein Migros Supermarkt. Neben dem Migros Supermarkt ist eine Blaskapelle. Daneben ist so ein Mövenpick-Café. Und da ist irgendwie eine Ecke, wo die Urkantone zusammenstoßen. Uri, Schwyz und Unterwalden. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Bahnhof. Hier ist der Schaltposten, der den Fahrstrom auf die verschiedenen Gleise verteilt. Hier wieder SBB-Fahrleitungen. Und auch Spannwerke, die auch wirklich funktionieren. Also man kann wirklich Abschnitte spannen bei Sommerfeld. Das ist eine sehr schöne Sache. War natürlich eine richtige Fieselei früher. Da war ich ja noch jugendlich. Und dann habe ich mich an der SBB, an der Sommerfeld-Oberleitung schon mal versucht. Hier auch SBB-Fahrwerke, Spannwerke. Leider nicht mehr betriebsfähig, diese schöne Anlage. Hier das Zeichen der SBB. Hier ist eines der Tunneleingänge. Hier an diesem Steilhang sind Rehe zu sehen. Und hier ist dann der Bergwald. Und der. Jetzt gehen wir langsam nach oben. Hier ist eine Talstation, da oben ist wieder ewig Eis und Schnee. Und ihr seht schon, wir sind hier oben, wieder ganz oben, kurz vor der Holzdecke. Hier ist, wenn man weiter zurückgeht, sieht man da oben die Bergstation und einen Rettungshubschrauber sogar. Da sind wir schon ziemlich weit oben. Also wie die Anlage gedacht ist, als es geht auf beiden Seiten eben in Serpentinen hoch. Wichtig ist bei dieser Anlage gewesen, bestimmte Grundsätze. Also wir hatten eine Art Pflichtenheft. Die Steigung wurde auf maximal 3% oder 30 Promille festgelegt. Und auch der Radius ist nirgends, aber nirgends auf dieser Anlage auf unter 900 Millimeter gesunken. Also sehr große Kurven,
Also es geht hier sehr weit hinter, wir werden das uns noch genauer anschauen. Da oben ist noch so ein Bergdorf. Da gehe ich noch ein bisschen höher. Wir werden uns das noch, hier ist die Kirche von Wassen, deswegen auch Gotthardbahn. Natürlich ist das nicht die Strecke genauso nachgebaut worden, aber so die Landschaft, die so ähnlich wie eben am Gotthard, schon etwas nachempfunden. Die ganzen Kehren, die vielen Tunnels. Ja. Entsprechendes Rollmaterial ist auch hier gefahren, auch der Gotthardo und die AE66 sind hier unterwegs gewesen. Hier schauen wir uns noch mal kurz den Bahnhof an, bevor wir nach hinten gehen. Hier. Noch ist alles schön aufgebaut, natürlich schon ziemlich eingestaubt alles. Die Anlage ist nicht aufgebaut worden als Digitalanlage, sondern eben als Analoganlage. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Hier ist eben, hier ist eine Werbung, Jungfraujoch, passend. Und hier weiter vorne ist auch noch eine Werbung. Also der Bahnhof hat hier eine Länge von ungefähr 2,5 Metern. Hier ist der andere Tunneleingang. Hier ist eine Galerie. Hier fahren die Züge raus. Also hier ist der Doppeltunneleingang leicht versetzt. Sehr schön. Und hier geht es gleich fast senkrecht hoch. Hier sind so Furkerhäuser, also wie es im Wallis üblich ist, Walliser Baustil. Hier wird die Wäsche aufgehängt. Ganz oben an dem Wasserfall ist ein Steinbock zu sehen. Und hier geht es auch bis zur Zimmerdecke. Warum habe ich so hoch gebaut? Natürlich, da, um die Berge natürlich groß rauskommen zu lassen. Aber es hat auch noch einen anderen ganz wichtigen Grund. Und zwar wollte ich die Bahnlinie über der Tür hier rüber führen. Diese doppelgleisige Bahnlinie geht quasi hier quer durch den Raum. Das ist quasi der Gotthardtunnel, wenn man so will. Geht hier in die Anlage wieder rein. Doppelgleisig. Und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch dann jetzt gleich. Jetzt sind wir im Inneren, schon etwas weiter drin in der Anlage. Hier ist eine eingleisige Strecke, auch an einem Steilhang mit einer Mauer und einer SBB-Fahrleitung von Sommerfeld. Geht hier rein und oben drüber ist eine Brücke doppelgleisig ausgeführt. Also wir sind schon etwas tiefer. Ich bin jetzt mit den Knien am Boden. Hier sind die ganzen Bäume. Es sind sehr, sehr viele Bäume verbaut. Hier ist auch wieder ein Steilhang. Jetzt gucken wir mal hier rüber. Hier ist der Bahnübergang mit dem Postbus. Und wenn ich jetzt weiter gucke, hier ist eine kleine Fußgängerbrücke. Und noch weiter oben ist eine große Steinbogenbrücke. Auch wieder alles SBB-Fahrleitung von Sommerfeld. Jetzt sind wir schon ein bisschen höher. Hier seht ihr die großen Kurven. Wie gesagt, 900 mm drunter geht es auf keinen Fall. Das war auch wichtig, weil wenn die steigen hier auch 900 mm, sehr große Kurven verbaut, hier wieder die Kirche von Wassen. Hier die ganzen Berge, auch Hintergrundmalerei und da hinten die ganzen Felsen und die Gletscher. Hier sieht man die Hauptstrecke auf der ganz großen Brücke. Und wenn ich jetzt runtergehe, sind wir hier, das ist auch eine Hauptstrecke, die so im mittleren Bereich angesiedelt ist. Hier
seht ihr auch noch, wie es steil runtergeht. Also es war immer noch wegen der Anlagengröße immer noch wenig Platz. Also wenn man Berge hat, dieser Größe, braucht man wirklich auch viel Platz für Steigungen und so weiter. Hier wieder die Hauptstrecke und der Bahnübergang. Der Bahnhof von der Rückseite. Und jetzt gehen wir weiter. Hier wieder der Schaltposten, wieder von der Rückseite, das Mövenpick Café. Da unten ist so eine Art, ja, kann man sagen, da können die Autos dann durchfahren, auch ein Tunnel und vielleicht auch ein Parkhaus. Hier ist wieder die Urkantone, so ein Aussichtspunkt. Hier ist wieder so eine kleine Brücke, wo die Leute rüberlaufen können. So, ist hier wieder eines der Tunneleingänge, die sehr zahlreich natürlich auf dieser Anlage sind. Wie die Anlage aufgebaut worden ist, zeige ich euch auch noch gleich. Hier, wie gesagt, überall seht ihr die großen Kurven, auch bis ganz hoch. Und hier wieder bis zur Decke hoch. Hier ist der Rettungshubschrauber. So sieht es aus. Und die Tür, wo die Strecke drüber geht. Das war auch der Grund dafür, dass die Anlage auf 1,40 Meter gebaut worden ist, dass wir diese Höhe erreichen konnten, damit wir oben drüber fahren können. Das war also eines der Hauptgründe für diese Berglandschaft, dass wir hier über der Tür drüber kommen. So, jetzt gehen wir jetzt mal weiter. Hier hinten sind noch so die Wasserfälle. Das schauen wir uns auch noch mal genauer an. So, wir sind jetzt im Inneren eines der Berge. Das ist fast aufgebaut wie eine Kathedrale. Also hier ist noch mal der Mittelpfeiler der Bergbahn zu sehen. Hier seht ihr schon, dass wir natürlich innen drin jetzt eine andere Oberleitung aufgebaut haben. Das ist die Märklin-Oberleitung. Und wenn sie wieder in den sichtbaren Bereich kommt, also hier, das ist quasi jetzt der innere Bereich des Berges. Wir haben die Anlage mit Spanten aufgebaut. Das heißt, Spanten, die sich in 45 Grad Winkel zueinander zubewegen oder angeordnet sind. Und hier oben laufen die Spanten zusammen. So ist der Berg aufgebaut. Wir gucken jetzt nach oben. Hier ist natürlich wieder Drahtgeflecht oder Gewebe. Auf dem Gewebe ist dann auch der Gips aufgebracht. Hier seht ihr ganz gut, wie es hier sich hochschraubt. Also von unten schraubt sich es langsam hoch. Und ihr seht, die Steigung ist nicht besonders groß. Also wir haben hier auch unseren sogenannten Pflichtenheft für diese Anlage festgelegt, 3% oder 30 Promille maximale Steigung. Und das habe ich auch so gebaut. So konnten wir ganz lange und schwere Züge bis ganz hoch bauen. Und jetzt geht's hier geht es jetzt raus aus der Anlage. So sieht das aus. Also schon ein gewaltiges Teil. Jetzt gehen wir mal hier weiter rüber. Gucken wir mal, hier ist auch. So, hier ist auch nochmal. Das ist jetzt im halbsichtbaren Bereich. Hier ist natürlich nicht sehr detailliert. Hier wäre nochmal der Tunneleingang, den man von hinten nochmal gut sehen kann. Wieder die Spannwerke. Und hier wieder der Bergwald. Und wieder eine Brücke, die jetzt praktisch ganz hinten angeordnet ist. Und zwar laufen die Strecken hier aneinander vorbei. Eine geht in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung, doppelgleisig ausgeführt. Jeweils, um sich am anderen Ende mit dem Berg hochzuschrauben. Hier ist die große Brücke zu sehen. Jetzt gehen wir noch ein Stück hoch. Sieht so aus. Hier Eiger, Mönch, Jungfrau gemalt. Das könnte das Lauberhorn sein, wieder ein Bergsee. Ja. Und da hinten die ganz hohen Berge. Also hinten habe ich es nicht mehr weiter ausgeführt,
weil wir brauchten natürlich die Durchbrüche, um hier auch Wartungsarbeiten durchführen zu können. Hier nochmal das Bergdorf und das hohe Felsengebirge. So, wir befinden uns jetzt in dem anderen Berg, auf dem gegenüberliegenden Berg. Das sieht dann so aus. Also hier ist nochmal die ganz große Brücke von innen, also im nicht sichtbaren Bereich, wo die Besucher normalerweise nicht hinkommen. Deswegen ist das natürlich hier nicht sehr detailliert. Aber die Grundkonstruktion ist schon mal sichtbar. So, auch wieder sehr große Kurven verbaut. Hier verschwindet es wieder im Tunnel. Hier sind wir direkt unterhalb der Jungfrau. Naja, jetzt geht es hier weiter. Und wie gesagt, ihr seht auch innen, wie sich die Strecken so langsam mit 3% Steigung immer nach oben schrauben oder nach unten schrauben. Sieht also so aus, das Innere von diesem Berg. Da unten haben wir eine Art Schattenbahnhof, das ist aber eine separate Strecke gewesen. Und diese separate Strecke, da haben wir auch eine andere Oberleitung verbaut. Und zwar, das kann man es vielleicht sehen, das ist eine FS-Oberleitung der italienischen Staatsbahn. Also diese Quertragwerke haben man sehr gut für mich, weil hier war nur ein Mast notwendig für 6 Gleise. Das war schon für diese Anlage schon nicht schlecht. Also das leider diese untere Der Schattenbahnhof hatte leider jetzt keine Verbindung hier zu oben, aber das war nicht so schlimm. Das war quasi dann die Art Hochgeschwindigkeitsstrecke. Genau. Hier ist ein Stromverteiler, naja. Und hier sieht man die Straße von der anderen Seite wieder. Und da hinten der Postbus. Und da hinten die Schranke. Nochmal die Grundkonstruktion, auch wieder in Spanten gebaut und auf den Spanten ruhen die Trassenbrettchen. Also haben wir es gemacht. So war die Spantenbauweise. Kann ich nur empfehlen, auch gerade für die größeren Anlagen ist es gut. Und noch wichtig, die Anlage ist eigentlich hauptsächlich an der Wand befestigt. Hat fast keine Stützen nach unten. Hier seht ihr wieder die Sommerfeld-Oberleitung. SBB-Fahrleitung. Also hier kann man ganz gut sehen, wie die Anlage aufgebaut ist. Und da geht es praktisch raus. Aus der Anlage raus. Wieder auf die andere Seite, was ich euch vorhin gezeigt hatte. So. So, zum Schluss machen wir noch einen kurzen Blick im vorderen Bereich. Hier ist also der Ausgang, den wir jetzt gerade vorhin von innen gesehen haben. Hier nochmal die Anlage. Also wie gesagt, die Berge sollten möglichst groß sein, am besten gleich an die Decke gehen, wie hier. Genau. So sieht es nochmal von vorne aus. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen tiefer. So sieht es ungefähr der Besucher in dieser Höhe. Und so bin ich jetzt in 1,80 Meter, 1,90 Meter Höhe. Hier ist nochmal die Tür. Hier geht's raus. Hier ist die Strecke über der Tür. Hier nochmal die Seilbahn, alles nochmal zu sehen. Ah ja, die Bergsteiger noch. Da habe ich noch Bergsteiger platziert hier an diesem Grat. Kann noch mal genauer hingehen. Wie gesagt, hier war es sehr viel detailliert. Die Lindau-Anlage, die jetzt gerade im Bestehen begriffen ist, wird dann auch so ähnlich detailliert werden. Aber da werden wir noch ungefähr noch 2 Jahre für brauchen, um die aufzubauen. Vielleicht kann man ein paar Materialien von dieser Anlage mit verwenden. Hier seht ihr nochmal SBB-Fahrleitung und FS-Fahrleitung im unteren Bereich. Hier seht ihr wieder die großzügigen Kurven.
Hier ist hier sehr schön zu sehen. Also hier unten sind dann die TGVs und ICEs durchgebraust. Und oben, ja, die Krokodile, die AE66 oder der Gotthardo sind hier durchgefahren und die ganzen Güterzüge. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der kleine Abstecher hier in meine Vergangenheit. Also leider wird diese Anlage in Kürze wohl abgebaut werden. Aber ich habe sie jetzt auf einen Film gebannt und da bin ich sehr froh drum, dass wir hier ein Zeitzeugnis haben, was mal hier gestanden hat. Hier ist Kirchliefer Wasser. Können wir noch mal näher rangehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Erstlingswerk von mir auch gefallen hat. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Ciao.